Tada, und schon ist die Freiheit sehr hoch. So, dann brauchen wir... Sascha, schön, dass Sie Ihren supergeheimen Bunker in Russland verlassen konnten, um heute bei uns zu sein. Ich wollte Sie schon immer fragen, wie kommt es, dass Ihr Haar so glänzt? Genossin Sunny, ich freue mich, hier im Tropico zu sein, um das Licht des Kommunismus für zukünftige Generationen zu verbreiten. Ja, ja, alles schön und gut, aber... Sagen Sie, wie haben Sie so prächtiges Haar hinbekommen? Präsident, ich sehe, dass Ihnen der vorherige Penultimo ganz schöne Probleme bereitet hat. All diese Lamas, die die Inselpflanzen fressen, halten unsere Nahrungsmittelproduktion zurück. Zeit für einen entscheidenden Schlag gegen die bösen Pflanzenmümmler. Versammeln wir unser eigenes SWAT-Team und schicken wir diese Biester mit einigen gut platzierten Kugeln in den Lama-Himmel. Bauen Sie ein SWAT-HQ, Farmen oder Biofarmen werden wieder aktiviert. Das hört sich gut an. Er fordert einen Minister fürs Innere. Nein, ich habe keinen Innenminister. Überdurchschnitt, Unterdurchschnitt, gut. Unter, über, unter. Ja, nehmen wir den. Ist egal. So, jetzt haben wir einen Innenminister. Und dann bauen wir auch gleich mal unser SWAT-HQ. Kommt hier mit hin. Ach so, braucht Strom. Umspannwerk. Schnell bauen. Da wohnt bisher bloß ein Mensch drin. Auch nicht schlecht. Da auch. Und zu wenig Einwanderer. Wie sollen die Leute denn im SWAT HQ arbeiten? Im SWAT HQ. So, gebaut. Damit sind die Farmen jetzt wieder aktiv. Und wir brauchen eine weitere Biofarm. Achso, ist noch nicht aktiv. Warum nicht? Präsidente, den Mord einer unschuldigen Tierart anzuordnen, ist ein Verbrechen. Mutter Erde wird Ihnen nicht vergeben. Ich werde Ihnen nicht vergeben. Der naturnahe Bürger Tropicos wird das nie vergessen. In Gedenken an unsere gefallenen Kameraden entzünden wir eine Kerze für jedes geschlachtete Lama. Ansehen bei den Umweltschützern minus 100. Ich habe noch nie so viele glückliche Menschen auf der Straße gesehen, als hätten alle Schwiegermütter die Insel verlassen. Ja, dann ist das eben so mit der Umwelt. Da müssen die durch. Ich baue jetzt erstmal noch einen weiteren Arzt. Und eine Polizeiwache. Polizeiwachen brauchen wir eigentlich nur hier oben. Sehr gut. Und auch da nur begrenzt. Parkhaus überlastet. Wo? Da. Bauen wir da jetzt ein neues. Farm ist mir egal. Geschäftszentrum. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich baue es einfach mal, weil wir es können. Was wollte ich jetzt bauen? Ein Arzt, genau. Eine neue Klinik. Wir haben jetzt über 300 Einwohner auf der Insel. 7-Sterne-Hotel wurde freigeschaltet. Und die paar Hütten, die hier überall stehen, die stehen völlig umsonst, weil wir nämlich die Möglichkeit haben, Leute überall unterzubringen. Nicht? Wirtschaft, 40 Obdachlose gibt es, 35 Plätze haben wir. Alles ist gut. Aber vielleicht können sich die Leute die normale Apartmentwohnung nicht leisten. Das kann natürlich sein. Dann bauen wir jetzt doch nochmal ein kleines Mietshaus. So, vielleicht geht es dann. Ja, die ersten Leute sind schon eingezogen. Scheint wohl daran zu liegen. Gut, weitere Aufträge kamen. Da habt ihr die 7000. Baugenehmigung. Oh, Baugenehmigung. Das ist wichtig. Annehmen. Modern Times. Verteidigung allgemein. Auswärtiges Amt Inneres. Wirtschaft und Tourismus. Baugenehmigung. Da ist es. Die Menschen. Sie leiden. Sie leiden nicht, wenn das Gesundheitswesen auf 80 gebracht werden soll, nicht. Die Dienstleistungsindustrie. Jetzt kann jeder im Büro arbeiten, sogar Analphabeten.
Tausende kleine Arbeitsnischen, nur für Sie. Klingt furchtbar. Überhaupt nicht. Da gibt es tolle Wasserspender und wunderbare rote Tacker. Wenn ich nicht Vollzeit als Penultimo angestellt wäre, hätte ich mich ernsthaft für einen angenehmen Job in einem Großraumbüro interessiert. Habe ich die Baugenehmigung nicht aktiviert? Doch. 10% des Geldes werden auf das Schweizer Bankkonto überwiesen. Ach so, dauert bloß eine Weile, bis das gebucht wird. Okay. Importe zulassen. Chemiefabrik braucht keine Importe. Einmal ausbauen. Irgendein Auftrag wurde wieder erfüllt. Ich glaube, das mit der Ananas. Endlich mal. Gesundheit der Leute geht mich nichts an. Bringt es was, wenn ich das fertig baue? Ja, okay. Gut, weitere Gebäude. Ich brauche mehr Industrie, Schmuckfabrik. Konservenfabrik. Sägewerk. Möbelfabrik. Und zu guter Letzt die Ölraffinerie. Eine Straße. Dann brauchen wir eine Grundschule. Eigentlich müssten wir damit unser Schweizer Bankkonto ordentlich auffüllen können. Was bringt uns das nochmal? Keine Ahnung. Ein riesiger Schritt für Tropico. So, dann Industrie, also die Ölraffinerie haben wir. Was könnten wir noch bauen? Ein Mausoleum. Ich habe noch nie ein Mausoleum gebaut. Gebäude freigeschaltet, Elektronikfabrik. Wow. Mal sehen. Kraftwerk, Umspannwerk, Atomkraftwerk. Wo ist das? Kernkraftwerk? Ah, Elektronikfabrik. Also nochmal eine extra Fabrik für sich. Finde ich gut. Nehmen wir mit rein. Baue ich hier vorne mit hin. Importe zulassen. Schnell bauen. Müssen wir die Importe auch noch steigern. Machen wir gleich auf 25.000. Nee, keine Grenze ist doof. 24.500, das wäre gut. Keine Grenze wäre echt schlecht. So, dann bauen wir noch ein weiteres Fuhrparkbüro. Kommt hier vorne mit hin. Und weitere moderne Apartmentblocks. Gut, dann baut mal alles soweit fertig. Vielleicht kriegen wir noch die 20.000 voll. Hier ist Sunny Flowers mit der Stunde der Wahrheit. Alarmierende Berichte erreichen uns Minuten nach der Eröffnung der neuen Elektronikfabrik. Sie wird tatsächlich Chips zur Gedankenkontrolle herstellen, die Menschen, sogar Präsidentes, in hirnlose, ferngesteuerte Roboter verwandeln. Wo pflanzen Sie diese angeblichen Chips ein? Gerade Sie sollten das wissen, Penultimo.
Da kommt schöner giftiger Dunst raus. Ganz lecker. Wie sieht's aus mit dem Strom? 254 Megawatt werden verwendet, unter anderem natürlich auch für die Elektronikchips. Wir können sogar CDs herstellen. Piratenladen. Reinraum. Die Exportpreise für Elektronik erhöhen sich um 15%, zunehmend bei mehreren Elektronikfabriken. Elektronikreihe für Konsumenten. Produktion steigt um 33%. Na, wir importieren im Moment mehr als wir exportieren. Das gefällt mir nicht ganz so. Aber gut. Wir brauchen die Einwanderer, wir brauchen mehr Leute, die dort arbeiten können. Denn ausgerechnet Arbeiter haben wir zu wenig. Präsidente, unser Bildung. Die Tropikaner erwarten. Ich mache eine Wahl, ohne Rede. Die Leute lieben mich auch so. So, ganz viele Apartment-Blocks. Industrie steigt und steigt und steigt. Ganz viel Geld auf mein Schweizer Bankkonto. Im Prinzip nicht mal mehr 20.000. Nicht mal mehr 6.000. Hier kommen nochmal 900. Soll das alles gewesen sein, wenn wir Rum noch exportieren? Wird das doch nicht am Ende sein, oder? Glaube ich nicht. 7.000 an Russland. Da kommen neue Schiffe. Da sind 52.000, da 116.000. Wir importieren kaum noch was. Auch wenn wir keine Grenzen eingestellt haben. Präsidente, unserem Wirtschaftsminister ist es gelungen. Wow, wir machen sogar noch mehr Kohle dank dem Wirtschaftsminister. Und Rum wurde exportiert. Genosse Präsidente, was haben Sie sich dabei gedacht, diesen giftigen Rum an meine Funktionäre zu schicken? Wieso? Zum Glück. Für Sie wird der Alkohol für meinen Genossen erst gründlich von den Kadetten in der Lieferungsabteilung getestet. Gäbe es die armen Kadetten nicht, hätten Sie es jetzt mit einer ausgewachsenen Invasion zu tun. Zum Glück sind meine Vorgesetzten unverletzt und ich weiß, wie ich sie mir wohlgesonnen mache. Bauen Sie einen Luxushotelkomplex und laden Sie sie zu einem besonderen tropischen Urlaub ein. Meine Genossen werden nicht lange wütend sein, nachdem sie in Tropikos Sonne gebadet haben. Bauen Sie zwei Luxushotels. Okay. Luxushotels, Infrastruktur. Kann ich ja noch gar nicht. Ich habe ja nicht mal einen Luxushafen. Einen Touristenhafen. Touristenhafen bauen. Straße bauen. Gut, und jetzt brauche ich die Luxushotels. Wir können auch ein 7-Sterne-Hotel bauen. Infrastrukturstraße einmal hochziehen. Ein Luxushotel kommt hier mit hin. Und auf die andere Seite ebenfalls. Ein Bürger wurde zu einem Kriminellen, das ist nicht schlimm. Nur 34 Leute würden uns nicht wählen, über 300 wählen uns. Morgen hat um 10 Uhr das große Weinen einzusetzen, wenn die Probe für El Presidentes Beerdigung stattfindet. Der offizielle Wettbewerb für die beste Zurschaustellung von Trauer startet um 10.15 Uhr und endet um 11 Uhr. Bis Mitternacht werden dann Lobreden auf El Presidente gehalten. Okay. Ich habe jetzt sogar Sprengfallen eingebaut. Die Rebellen haben es auf ihrem Mausoleum abgesehen. Wir werden es also mit Sprengfallen
bestücken. Glückwunsch, Präsident. Sie haben die Wahl. Ja, danke, danke. Hervorragend. Wir sind jetzt auf der Warteliste. Bald können wir aus Europa importieren. Jetzt müssen wir die Leute für die große Eröffnung glücklich machen. Erhöhen Sie die Gesamtzufriedenheit auf 60. Hab ich. Präsident, wir sind fast fertig. Leider. Ja, ich bezahle für meine Präsidentschaft und schon wird der Palast umgebaut. Fertig. So, jetzt haben wir einen der schönsten Paläste überhaupt. Kriegen auch noch ein bisschen Geld auf unser Schweizer Bankkonto. Alles ist gut. Brauchen wir jetzt wirklich nur noch die Aufgaben machen, die uns gerade zur Verfügung stehen. Da kommen 172.000, da 7.000. Na los, mach das Luxushotel fertig. Wir brauchen auch noch weitere Attraktionen, unter anderem eine Strandanlage. Einen Yachthafen.